Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Berliner Wirtschaft geht es gut. Günstiges Konjunkturklima, niedrige Rohstoffpreise, lockeres Geld und Nullzinsniveau sind die ausschlaggebenden Ursachen dafür. Die Koalition rühmt sich dessen. Was hat sie denn dazu beigetragen? Eine Wirtschaftspolitik kann ich kaum erkennen. Stattdessen ein lustiges Ringelreihen bei der Besetzung von Senatoren- und Staatssekretärspositionen. Und deswegen ignoriert die Koalition offensichtlich auch Fakten, die sie nicht gerne hören wollen. Und die nenne ich: die Anzahl der Insolvenzen Berliner Unternehmen liegt heute 10% über der Anzahl aus dem vergangenen Jahr. Der Umsatz in der Berliner pharmazeutischen Industrie, einer Erfolgsbranche nach dem Verständnis der Koalition, ist in diesem Jahr 20% weniger als noch im letzten Jahr. Es gibt 7% weniger Gewerbeanmeldungen im dritten Quartal 2015 als im Vorjahr. Und für eine Präsenz Ihres Unternehmens in Berlin entschieden sich 18% weniger als im vergangenen Jahr. Der Stern sinkt. Doch was tut der Senat angesichts dieser Fakten? Er macht Marketing. Toll. Der Kaiser und die Kaiserin lassen sich neue Kleider schneidern. Was wäre aber die Aufgabe kluger Wirtschaftspolitik? Marketing? Schauen wir in den Haushalt. Ausgerechnet bei einer der Kernaufgaben der Wirtschaftsverwaltung, der Wirtschaftsförderung, setzen Sie von der Koalition völlig unnötigerweise den Rotstift an. Dieser Titel ist eine sinnvolle Hilfe bei Betriebsverlagerungen für Einzelmaßnahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie der Bestandspflege. Um die schmale Decke des produzierenden Gewerbes in Berlin wenigstens zu halten und wenn möglich zu unterstützen, bräuchte man diese Mittel. Sie verzichten darauf und senden damit ein klares Signal, nämlich ein abweisendes. Die Gewerbeflächen in der Stadt werden rar. Ein Bericht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, ich denke mir die Zahlen ja gar nicht aus, sieht spätestens 2025, also das ist schon dichter als morgen, keinen Platz mehr für Ansiedlungen. Macht die Koalition da irgendwas? Bitter für Berlins Wirtschaft. Sie hätte etwas Besseres verdient. Berlin, meine Damen und Herren, ja, hat die Chance, zu einer tatsächlichen Musterstadt des 21. Jahrhunderts zu werden, ressourcensparsam, sozial, energieeffizient, modern, den Herausforderungen der Digitalisierung genauso gewachsen wie den Chancen der Industrie 4.0. Und diese Chancen werden gerade verspielt. Dazu gehört, dass über Smart City zwar trefflich gefaselt wird, aber nicht gehandelt. Ach, ich vergaß, es wird ja dilettiert. Bei Horizon hat Berlin einen glatten Bauchklatscher hingelegt. Berlin sieht mit großen Augen zu, wie internationale IT-Konzerne Digitalisierungsprozesse vorantreiben und dafür das in Berlin vorhandene Potenzial an kreativen Kräften abschöpfen. Die Wirtschaftssenatorin freut sich über das Wagniskapital für solche Unternehmungen. Berlin selbst ist aber nicht in der Lage, seine eigene Rolle als Akteur bei den Digitalisierungsprozessen der Verwaltung auch nur zu definieren. Meine Damen und Herren, man kann nicht über Smart City reden, wenn man keine smarte Verwaltung hat und sie es nicht mal anstrebt. Digitalisierte Informationen über Baustellen und straßengebundene Leitungsnetze bekommt man heutzutage bei privaten Firmen. Leicht, schnell und unkompliziert über das Internet. Nicht jedoch bei der Verwaltung. Die elektronische Akte führt ein virtuelles Dasein. Einen Maßnahmeplan für die Smart City Strategie gibt es bis heute nicht. Berlin verliert den konzeptionellen Anschluss an die wichtigsten Zukunftstechnologien, um Stadtleben und Wirtschaft im Interesse der Allgemeinheit zu steuern. Nun hat der Regierende die Sache in die Hand genommen. Das ist mutig, Herr Müller. Doch wie war das doch gleich mit dem öffentlichen WLAN-Netz? Das ist doch nicht mehr als ein Häkeldeckchen und das ist noch nicht mal fertig gehäkelt in diesem Jahr. Zu Thema Energiewende lasse ich jetzt mal das Kapitel aus. Elektromobilität, einen Satz. Statt jeder Mode angeblicher Elektromobilität hinterherzulaufen, fehlt es an einer tatsächlichen Strategie zur radikalen Mobilitätswende, nämlich zur Steigerung des ÖPNV um mindestens 50%. Das wäre mutig, das wäre modern.
Noch nie in meiner 20-jährigen Parlamentstätigkeit sind der Senat und die IHK sowie die Handwerkskammer so weit voneinander entfernt gewesen. Das sollte Ihnen zu denken geben. Und die öffentliche Wirtschaft selbst wird von Ihnen eher drangsaliert und soll dafür noch Danke sagen. Woher soll denn die BSR die Mittel nehmen, die sie in den Haushalt abführen soll, wenn nicht entweder aus den Gebühren oder auf Verzicht auf Investitionen? Der runde Tisch Tourismus ist irgendwie eine Quasselbude geworden, die Citytax zu verwenden für akzeptanzerhaltende Maßnahmen in Berlin im Interesse eines guten Tourismus wird von Ihnen gar nicht mehr irgendwie wahrgenommen. Und das größte Versagen in der Wirtschaftspolitik ist das faktische Einstellen jeglicher Industriepolitik. Der Masterplan Industrie 2.0 ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Der Steuerungskreis trifft sich de facto nicht. Die Berliner Wirtschaftskonferenz ist nach jahrelangem Ausfall als folgenlose Quasselbude auferstanden. Für das Marketing gibt es übrigens die Berlin Partner GmbH. Für eine Wirtschaftspolitik gibt es in Berlin leider gar keine Ansprechpartner. Die Wirtschaft selbst, meine Damen und Herren, hofft jedem Tag entgegen, da die CDU dieses Ressort wieder hergeben muss. Helfen wir der Wirtschaft.